Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Ernesto Valverde hier und herzlich willkommen zum nächsten GTA Vice City Let's Play. Woohoo! Ja, Freunde, ich wünsche euch allen, die Weihnachten feiern, ein Happy Neues, frohe Weihnachten. Heute ist der 24. Dezember und wenn ihr dieses Video seht, bin ich gerade in Bamberg, in Bayern. Und es wird auf jeden Fall natürlich GTA Vice City kommen. Allerdings heute und am Sonntag und die nächste Folge kommt am Dienstag. Und dann wird das Ganze wieder jeden Tag kommen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Lasst alle einen dicken Daumen nach oben da. Vorgestern kam die allererste Folge online. Ich hoffe, ihr habt wieder Spaß dran gehabt. Und wir machen natürlich hier weiter mit der Story. Lasst wie immer einen Daumen nach oben da. Würde mich freuen, wenn ihr dieses Video auch komplett auseinander nimmt. Einfach mal alle einen Daumen nach oben da lässt. Und ja, würde mich auf jeden Fall freuen, Leute. Und ich würde sagen, wir fahren zur nächsten Mission. Aber auf gar keinen Fall fangen... Hey? Was geht ab? Steig ein. Steig da ein. Amen. Na, tschüss. Okay. Ich weiß noch nicht, ob ich heute diese Mission machen werde mit dem scheiß Helikopter, Alter. Hör mir auf. Ich weiß es nicht. Wir gucken mal, Leute. Ich fahre jetzt auf jeden Fall zur nächsten Mission. Bis gleich. Genau, und ihr habt mir ein paar Sachen reingeschrieben, zum Beispiel mit der Musik und so. Ich versuche jetzt einfach mal während der Mission nichts zu sagen und dann gucke ich mal, ob das Video gesperrt wird, gelb wird oder sonst irgendwas. Weil es ging mir auch auf den Sack bei der ersten Folge, dass ich da so viel dazwischen gelabert habe. Das tut mir auf jeden Fall auch leid, Freunde. Ein paar haben gesagt, das hat so die Stimmung ein bisschen kaputt gemacht an ein paar Situationen. Aber ja, ich will halt, dass das Video online bleibt und nicht auf einmal nach einem Tag gesperrt wird oder sonst irgendwas. Früher, vor 5 Jahren, wo ich das Let's Played habe, da gab es diese Probleme noch nicht so extrem wie jetzt. Weil YouTube ist auch natürlich immer schlauer geworden und das System ist immer besser und besser geworden, dass das alles erkannt wird. Und deswegen muss ich da halt immer aufpassen, Leute, damit ihr Bescheid wisst. Und genau, es haben so viele Leute reingeschrieben, dass ich den guten Ken Rosenberg und diesen einen Pen, oder wie heißt der da, Rosenberg und den einen da, Ken Paul von San Andreas nicht erkannt habe. Ich schwör's dir, das war mir die ganze Zeit im Kopf und ich habe jetzt endlich herausgefunden, okay, das waren die von San Andreas. Da war ich ein bisschen neben der Spur gewesen, weil ich noch so geflasht war vom Spiel, erste Folge. Hintergrund ein bisschen rot und ich würde sagen, wir starten rein hier. Nächste Mission beim Pier 2. Okay, let's go. Let's go. Mr. Versetti. So, ich versuche jetzt wenig zu sagen. Okay, please. Musik läuft im Hintergrund. Hola, chica. No, thanks. I am ashamed to admit, ich hab noch nie Lobster gegessen. Bro, der Typ ist... Was ist Popeye oder was? Guck mal, der Typ mit Kettensäge. I used to trust. I've been carrying Gonzalez for years. But now, his incompetence reaches new heights. It's only right that you kill Gonzalez. Did he do it? It's the money that's important to me. For this kindness, I reward you. And then, we will find your money together. He will be at his penthouse, half drunk probably. Digga, einfach mit seiner Kettensäge da, wie das aussieht, ne? Okay, wir müssen jetzt irgendwas mit einer Kettensäge machen. Erledige Gonzales. Wer redet denn hier? Ach, guck mal, wir können ihn mal kurz austesten, Freunde. Einmal kurz testen. Okay, Bruder, alles klar. Ich habe nichts gemacht. Jo. Hey, look at some food. Bruder, sag doch mal endlich. Okay, wir fahren zur nächsten Mission hin. Let's go. Boah, dieses Auto habe ich so gefeiert damals. Ey, ist so geil. So, wir sind da. Zack, direkt vor der Tür parken wir und rein da. Ach, der ist das. Was haben die alle? Shut that big mouth of yours. He's got a blade. Stop running, you fat slime ball. Warte, warum Kettensäge? Warum nicht? Ach, die wollen kämpfen. Boah, Bruder, Alter, wie viel Blut fließt hier? Am Ende wird gleich auf 18 gestellt, das Video. Wieder rennt mit seiner Arm. Ey, lass meinen Wagen da stehen. Weh, du steigst da ein. Wieder rennt, Digga. Ich komm nicht klar. Guck, wie der rennt, der arme Bruder. Digga. Wie rennt der denn da? Die Polizei von Vice City. Nein, nein, zahlen zwei. Ja, und was will die Polizei jetzt machen? Hola, que tal a pasa bonita? Dann gehen wir schön ins Auto rein. Zack. Ja, und jetzt begib dich zum Pay and Spray in Vice Point. Ah, okay, gibt's auch nur diesen Pay and Spray Laden, damit wir hier unsere Karosserie ändern können. Oh mein Gott, mein Wagen, warum hat der einen Platten, Alter? Schon einfach einen Platten hier. Junge, ist das hier am... Ey. Bitte nicht, ganz ruhig, jetzt rechts abbiegen. Aber wie rutschen die Autos hier? Am Platz?
Oh mein Gott, der Wagen explodiert gleich. Ich sehe schon, komm. Nein, 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 nein. Du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das. Rein, 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 rein. Nein, der Wagen brennt! Nein! Bitte! Nein! Ey! Bruder, was war... Hä? Der war doch gerade am Brennen, oder bin ich blöd? Ey, Freunde, ich glaube, GTA Vice City, alles andersrum. Ich habe nur Glück statt Pech. Was geht denn hier ab, Alter? Kranke Scheiße, Mann. Ladies and Gentlemen, we arrived at Pier Number 2. Wir sind hier bei der nächsten Mission. Bisher läuft's gut, aber komm. Ich werde am Ende für euch diese scheiß Helikoptermission machen, auch wenn ich hier verzweifeln werde und dann gerade am Vorproduzieren bin. Ihr seht das Video an Weihnachten, heute ist aber der 23. erst bei mir. Einkaufszentrum Kugelhagel. Daran kann ich sogar auch noch erinnern. Tommy, come and join me. Ja, was ist das denn für ein Kopf, Bruder? Ah, ist das ekelhaft, was ist das denn? Tommy, you are like a pompous breeze that has freed me from the stench of corruption. Although I must appear to mourn his passing and carry on with business as usual. This isn't getting me any closer to my money. Tommy, my friend, you are not in liberty now. Here, we do things differently. I will continue with my inquiries, but in the meantime, I have a valuable deal to close. Der gönnt sich einfach, chillt da komplett. Poor friend, Cortez? You're a good friend, Tommy. I knew you would not let me down. I need you to meet a courier who has obtained some valuable technology for me. Okay. Also ich weiß noch irgendwas von so einem Einkauf. Trifft ihr mit dem Kurier im Einkaufszentrum? Okay, da fahren wir mal hin, Leute. Okay, wir sind da, Leute. Was geht denn hier ab? Ah, das sieht aber echt gut aus, ne? Also die haben beim Remastered echt gut die Grafik überarbeitet. Da sah dieses Einkaufszentrum so aus? Ich kann mich gar nicht dran erinnern. War das nicht irgendwo drinne? Ah, mein Name ist Francesco. Digga, was ist denn da oben? Was kommt denn da? Oh, d'accord. Free imperialist American pig that is propriété de the gouvernement français. Hand it over! You American idiot! They followed you here! So lost and lonely. Was geht hier ab? Digga, was geht hier ab? Die Kurier flippt mit dem Lenk, lass ihn nicht entkommen! Digga, ich muss hier weg, Alter! Hey! Wo ist der denn? Ey, wo kommen die denn alle her, Mann? Oh, Platz! Die Junge, sind ja auf einmal 1000 Leute, Alter! Mein Leben 25! Brauche ich jetzt Waffen oder was? Wir hätten uns vielleicht Waffen kaufen. Egal, ich gebe dir eine Bombe und der fliegt weg. Aber na, hier. Guck mal hier. Zack. Ey. Nein, 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 du gehst nicht zu deinem scheiß Moped, hä? Schnapp dir seinen Koffer. Mach Koffer auf. Bring die Lenkwaffenchips zum Kolonel. Easy. Ey, aber ganz easy die Mission, ne? Also. Aha, komm, ich fordere das Pech heraus, hä? Bisher lief alles easy. Was wollt ihr von mir? Alles easy. Gar keine Probleme. Nichts. Nada. Niente. Alles easy, Freunde. Ey. Nein. 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 Fahr, fahr, fahr. Nein, 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 nein. Nein! Ich glaub das nicht, ne? Bruder, ich sag 5 Sekunden vorher, ich fordere das Pech heraus. Ich schwör's dir, das ist kein Zufall. Es ist kein Zufall. Es kann nicht sein, dass auf einmal aus dem Nichts ein Bullenwagen kommt, mich wegscheppert. Ey, was ist das denn? Jetzt sag mir nicht, der hat im Einkaufszentrum gespannt. Ey, so eine Verarschung. Die sagen Jackpoint und ich muss die ganze Mission von neu machen, Alter. So ein Gelaber, Mann. So. Ganz easy hier. Komm mal. Oder halt eine Spezialkommando-Einheit hier, ey. Naja, komm. Schütt mal eure Eier, Mann. Beruhigt euch mal hier. So, jetzt mach ich den platt und dann holen wir uns ganz easy. Wieso ist Polizei hinter mir her? Ich hab doch gar nichts gemacht. Was wollt ihr von mir? So, warte. Oh, wie langsam der fährt. Willst du mich verarschen, Alter? Hier, von hinten. Auf einmal kann der Gas geben. Ne? Auf einmal gibt der Gas. Der braucht nur einen kleinen Stupser von hinten. Ey! Junge! Was passiert dir jetzt für eine Scheiße? Gerade ist der 10 km/h gefahren. Auf einmal fährt der 70. Na, jetzt fährt er wieder langsam. So ein Kick von hinten. Arme nach hier. Ist der runtergefallen? Auf einmal fällt der nicht runter, wie bei San Andreas, ne? Auf einmal, aha, hier. Arme na, überfahr den. Ey. Ja, ja. Und Polizei ist wieder da, ich geh kaputt. Überfahr den doch! Ey. Nein! Ender fährt wieder weg, ne? Bruder, ich fass es nicht, ne? Was passiert hier wieder für eine Scheiße, Mann? Bleib stehen.
Amina, hier. So, jetzt reicht's aber. Jetzt reicht's. Komm, versuch aufzustehen. Ich geb dir so eine mit. Perfekt. Sollen wir jetzt den scheiß Koffer? Geh weg, Polizei. Mach Platz hier. Zack, gib Koffer. Zack, nein. Ich, okay, nehmen wir ein Polizeiauto. Noch besser. Nein, nein, nein! Ey, ich dachte, jetzt zieh mich gerade raus. Dreh. Fahr doch. Ey! Bruder, wie fährt der Idiot, Mann? Guck mal jetzt, Freunde. Ich mach Trick 17. Ich parke jetzt hier einfach mein Auto. Ne? Die wollen mich verarschen. Ich verarsche das Spiel auch. Guck jetzt. Und jetzt einfach runter. Guck mal hier, Trick 17. Ernesto, nennt mich den Macher. Nennt mich den Macher, Leute. Guck mal, wie easy, Digga. Hä? Und was? Warte, ihr könnt mir nicht verarschen. Was denkt ihr, wer ihr seid? Guck mal. Wie gut war das bitte gemacht? Wie gut? Und jetzt schnapp ich mir den ganz easy. Nimm die Scheiß. Wer war das denn jetzt, Mann? Mit dem, der Karre hatte eh keine Chance. Guck mal hier. Mann, direkt von hinten. Jawohl. Zack. Überfahr den. Ja, let's go. Bleib auf dem Wagen liegen. Ja, leg dich hin. Zack. Und tschüss, ihr Schweine, Alter. Jetzt bin ich nicht auf einem Drecksmotorrad, wo ihr mich runterkicken könnt hier. Ach, ganz easy. Guck mal, hier wurden wir gerade runtergekickt. Auf einmal kam von vorne aus dem Nichts ein Polizeiwagen. Ich zeige euch mal jetzt meine neuen Fahrkünste. Guck mal, ich habe das so gelernt, Freunde. Ich fahre richtig gut mittlerweile. Guck jetzt. Zack. Guck mal, sogar mit Ausweichen, mit alles. Guck mal, zack, zack, rechts, links. Guck mal, jetzt Slalom. Zack, zack. Ah, fast. Ah, macht Platz, ihr Säcke, Alter. Zack, easy, Alter. Let's go. Woo, nein! Oh mein Gott. Ich bin da fast gerade runtergefallen, ne? Scheiße. Die Schutzengel. Thomas, I appreciate your coming. Forgive me for getting straight to business. Diaz has asked me to oversee a minor business transaction. Let's hope it goes better than last time. Which is why I thought of you, my friend. I've dropped some protection at the multi-story car park. Pick it up, then go and watch over Diaz's man at the drop-off. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Apparently that angry midget runs this madhouse. Let's see what that creep has to do with things. Warum redet der auf einmal so komisch, ne? Auf einmal redet der so, als wäre der im Radio, der Studio-Mikrofon. Also bisher ist alles easy. Wir hatten noch einmal Pech gehabt. Alles cool. Alles cool, Leute. Mal hier, ich fahre wieder wie ein Profi. Guck mal jetzt, ich zeige euch das jetzt alles. Guck mal, zack, zack. Man kann halt hier ganz schnell lenken. Links, rechts, Kombi. Links, rechts. Guck mal hier. Wo ist denn das scheiß Parkhaus? Zack, hier. Und jetzt, wohin? Ach, hier rein. Okay. Zack, hoch. To the right. Oha, was ist das denn für eine geile Waffe? Oh, guck mal, wie wir da haben. Boah, ich liebe dieses Auto. Das sieht so nice aus. Hogging all the action, I see. Look, you want to do something other than just shadowing me everywhere? Why don't you come along and show me if you're any use? I might just do that. The name's Lance. Warum geht der auf der Stelle? Ach, Lance ist das. Lance. Begib dich zum Lance-Übergabeort und pass auf Diaz auf. Kommt der mit? Kommt der mit? Ja, er kommt mit, okay. Die Kruger ist ein Sturmgewehr, mit dem du in Ego-Perspektive manuell zielen kannst. Wie in Ego-Perspektive. Boah, hört mal diesen Sound, Alter. Der Wagen ist so geil. Alter, ist der geil. Und das macht so Bock, damit zu fahren. Guck mal jetzt vorne, genau durch die Lücke. Zack, zack, rechts, links. Jetzt hier durch die Lücke. Zack. Ah. Ei, wow. Ich kenne diese Mission, glaube ich, noch. Wir müssen jetzt irgendwas hier abballern oder so von oben, ne? 100% irgendwas war hier. Ich bin noch da. Okay. Bin ich mal gespannt auf dieses Sturmgewehr. Ah, guck mal, das ist doch der mit der Villa, dem diese Villa da gehört, oder? Wo wir irgendwann hin müssen. You must be Cortez's new gun. Until more gainful opportunities arise. They'll be here any minute. We both better get a good vantage point. Okay, I'll take the balcony. You get the roof across the yard. Okay, so wir gehen jetzt hoch. Ah, Kettensäge weg. Oh, die Waffe sieht aber schon geil aus. Sie kommen, überwache den Deal. Pass auf Diaz und Lance auf. Okay. Soll ich jetzt ballern oder noch nicht? Ja, was ist das denn für eine Waffe? Warum ist das so komisch mit dem Zielen? We are in big time, man. Was denn? Können wir schießen? Es gibt keinen Deal, wenn du die Kubaner erledigst. Ey, wollt ihr mich verarschen, Alter? Woher soll ich denn wissen, wann ich schießen kann und wann nicht? Ey, guck mal! Ey, Vice City ist so eine Verarschung, Leute. Die haben gar keine Jackpoints. Ich muss jedes Mal immer von neu fahren. Nein. Komm. Bitte nicht. Komm. Ja, sehr stark.
Boah, Bruder, ich dachte gerade schon. Wir greifen an, beschützt sie, okay. Digga, ist das eine Scheißwaffe? Ist das eine Scheißwaffe? Was ist das denn für eine Waffe, Mann? Junge, ist das komisch. Was ist das für eine Waffe, Mann? Guck, der kommt einfach rückwärts angefahren. Der kommt einfach rückwärts angefahren. Junge, was eine Waffe, Alter. Der humpelt da auf seinem Bein, Alter. Macht einen Breakdance. Ey! Beruhig dich mal. Bisschen Geld einsammeln. Gib mal das Geld hier in den Koffer und so. Zack. Ja, wann sind diese Waffen so komisch in Ego-Perspektive, Mann? Hä? Ist dein Kopf ab? Hä? Wo ist dein Kopf hin, Bruder? Warte mal, hab ich was verpasst? Ey, ey, ey. Lass dir mal in Ruhe da. Ey, da oben ist einer beim Lenz. Was macht er da? Was? Was geht jetzt mit denen ab? Boah. Bruder, was ging jetzt ab? Steh nicht rum, holt euch den Mistkerl. Oh, das macht richtige Erinnerungen bei San Andreas, diese OG-Lock-Mission. Wisst ihr noch? So, man Drive-By, vier gedrückt und dann lange L1. Okay, vier Kreis. Na, Platz hier, warte. Ich kann ihm einfach eine Bombe geben, so. Ja, ganz easy. Warte. Jawohl, Junge. Nennt mich Ernesto, den Profi. Ja, zack, Aktenkoffer geholt. Der Typ ist keine 5 Meter gekommen. Junge, wie einfach haben die das Spiel gemacht, Alter. Bisher keine Herausforderung, nichts. Easy. Easy going, Digga. Easy going. Zack. Ey, das fuckt mich ja so ab, dass man hier nicht einfach drüber fahren muss, sondern man muss da wirklich genau in den Kreis rein. Tommy Vercetti. Tommy, I see you soon, amigo, I think. Ja, ja, wir sehen uns bald wieder. Bestimmt sehen wir uns bald wieder. Ah, hör mal die Musik. Okay, manchmal kommt die Musik. Ich habe jetzt ja auch ein bisschen die Musik angemacht. Ich werde auf jeden Fall auch ein bisschen aufpassen, Leute. Oh mein Gott, guckt es euch an. Freunde, es gibt auf der Karte keine Mission mehr. Bitte gebt einen Anruf. Ich will nicht diese scheiß Helikoptermission jetzt machen. Nein, 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 bitte nicht. Ja, es kommt ein Anruf rein. Gerne, Bruder, gerne. Mit Liebe habe ich dich gerettet. Let's go, Alter. Let's go. Let's go. Wir fahren jetzt zum D, Freunde. Ah, ich hab's euch versprochen. Komm, heute, weil Weihnachten ist, kriegt ihr diese Folge. Ihr bekommt sie. Digga, was ist das für ein Auto, Alter? Da kommen die ganze Zeit Flammen hinten und links, rechts raus. Okay, Ey, ist das jetzt bei dem Diaz schon bei der Villa? Ging das damals alles so schnell? Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, ne? Also ich habe an San Andreas 10-mal mehr Erinnerungen als Vice City. Ich weiß nicht, warum. Ich glaube, diesen einen Polizeifunkspruch, den macht die erst, wenn wir irgendwie 4 Sterne haben oder in der anderen Stadt sind. Ich weiß nicht genau. Aber auf jeden Fall macht die gerade nicht. Ey, krass, das ist wirklich hier. Guck mal, wo wir sind. Das ist die Villa. Das ist diese eine krasse Villa. Wir sind da. Stopp, stopp, stopp. Ey, sag mir nicht, der kann nicht klettern, Alter. Egal, Trick 17. Einfach auf Kofferraum. Warte mal, ist das Polizei? Was steht der da so? Was guckt der so? Was ist das denn? Was geht hier ab? Ich sehe nichts mehr. Oha. Junge, was ist das denn? Ist das der Auf-Rille-Modus? Hola, que pasa, bonita. Schwierige Situation. Was geht jetzt hier ab? Warum habe ich diesen Modus hier die ganze Zeit? Nein. Guck mal, ich springe jetzt ins Gesicht. Nein. Was ist das denn, Alter? Sag mir nicht, das bleibt jetzt so die ganze Zeit. Guck mal, der eine ist da gegen Laterne gesprungen. Was war das denn? Oder waren wir das? Die Jagd. Die Jagd. Ich hatte gerade ein Déjà-vu gehabt. Dieses, come on, baby, come on. Irgendwoher. Tommy Vercetti. You remember me. Excuse me. I'm a little anxious. Never trust a goddamn horse. Was geht ab mit dem, Mann? Kommt der klar? You do a good job. You work for me now. I work for money.
As I said, amigo, you work for me now. I work Shut for up. Some Judas has betrayed Junge, me. Ist der groß. He thinks I don't know how much money I should be making. But stealing 3% is as good as stealing 100%. Da hat er recht. Es zählt, gib no den Gedanken. One does this to me. No one. You follow him from his apartment and you see where he goes. Later, we will kill him. Okay. Ich weiß nur eine Mission. Ich will es nicht spoilern. Dann gebe ich zum Haus des Diebes und finde raus, wo er das Geld versteckt hat. Okay. Warum führt er die ganze Zeit so Selbstgespräche, Alter? Was geht hier ab? Okay, wir fahren zur Mission. Bis gleich. So, wir sind da, Freunde. Beim Haus des Diebes. Das ist denn Food? Jetzt mal, schau durch das Fenster. Looky, looky. Und auf einmal kommt ein Jumpscare. Oh mein Gott, da oben steht der. Da bleibt mir auf den Fersen, aber erledige ihn nicht. Okay, wir sollen einfach nur verfolgen. Ja, erledige ihn nicht, aber er ballert mich doch ab. Oder war das sein Kollege? Wo ist der denn? Lauf doch! Ich komme voll bei Spider-Man hier auf den Dächern. Ui, nein, 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 nicht runterfallen, nein! Und ich verliere einfach Leben beim Springen, was geht hier ab? Boah, hat dem ja richtig viel gebracht, ne? Oh nein, jetzt ist er bei seinem Kollegen. Jetzt gibt's einen Drive-By. Warte mal, schnapp dir einen fahrbaren Untersatz. Und verfolge ihn dann. Ah, geil, jetzt habe ich so einen Roller hier. Ist nicht sein Ernst, ne? Wie langsam fährt der denn? Warte mal. Der hat mir einfach einen Platten gemacht. Ich habe mir auch einen Platten gemacht. Schieß ihn ab. Ich habe keine Munition mehr. Ich habe keine Munition mehr. Ja, geil. Und ich verliere Leben. Der ballert auf mich. Was mache ich denn jetzt, Mann? Ja, geil. Und ich bin beim scheiß Roller, der hinten einen Reifen plattert. Ja, geil. Ich brauche ein anderes Auto. Guck mal, mein Leben. Wir brauchen irgendwas, wo wir fahren können. Glaube ich jetzt nicht, Digga. Ey, wir werden einfach überfahren, Alter. Wollen die mich verarschen oder was? Es überfährt mich einfach irgendein Passant. Ja, der Typ, ne? Ey, da war Leben, ne? Wir hätten das Leben nehmen. Wir hätten das Leben nehmen sollen. Wir fahren jetzt erstmal auf dem Roller, weil wir damit viel besser den treffen können. Warte mal, aber wir können uns dann. Warte mal, so jetzt. Und jetzt schieß auf den drauf. Schieß, ja, ja, genau so, genau so, genau so. Ey, Digga. Ja, jetzt kommt wieder die Polizei. Ey, Bruder. Ja, ich brauch den Lambo. Gib mir den Lambo, gib mir den Lambo, gib mir den Lambo. Ich werde den jetzt so platt machen, ne, mit dem Lambo. Guck jetzt, Freunde, guck jetzt auf Ansage. Der wird keine Chance haben. Zack. Gib Gummi, gib Gummi, gib Gummi, gib Gummi, gib Gummi. Zack. Und jetzt. Ey, Bruder, ich raste hier gleich komplett aus, dieses Spiel. Ne, langsam bringt mich das auch zum Ausrasten wie San Andreas, ne? Warte. Und der schießt auch noch auf meinen Wagen, Digga. Wie soll ich denn auf den ballern? Ich muss zum Abonnation laden, Mann. Ey, wie soll ich denn so fahren? Ich fasse. Ich steig doch aus, du Idiot! Ich schwöre auf alles, ich habe die ganze Zeit Dreieck gedrückt. Er steigt einfach nicht aus. So, wir sind jetzt beim Ammunition Shop. Mal gucken, wie die Preise hier sind. Ich kann mir nichts kaufen für 4000 Dollar. Ist mir scheißegal, Alter. Warte mal, Pistole 100 Dollar. Nein, nein, nein. Deine aktuelle Waffe wird ersetzt. Oh, guck mal, diesmal steht das sogar hier. Schrotflinte. Krüger. Ja, nimm safe. Da ist ja kugelsichere Weste. Und ich nehme die Waffe hier. Scheißegal. Ja, ja, Ballereien. So. Mal genug Munition. Und jetzt werde ich den so platt machen. Wenn ich jetzt verkacke, ne? Dann werde ich safe nicht nochmal zu diesem Ammunition Shop fahren, weil der war einfach in Timbuktu. Bruder, was war das? Habt ihr gesehen? Wer ist denn da wieder geflogen? Ey, Bruder, ich check hier gar nichts mehr. So, und jetzt will ich sehen, wie dieser Schwanz mich jetzt noch platt macht mit 600 Munition. Guck jetzt, direkt erster Versuch. Ich kann mal für meine kaputte Hand ins Feuer legen, dass ich den jetzt so easy platt machen werde. Guckt euch das jetzt an, Leute. Mit Vergnügen. Guckt es euch an. Guckt es euch einfach an. Hier. Guckt hier. Guckt es euch an. Guckt es euch an. Guckt es euch an. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Du sollst ihn verfolgen, nicht umbringen. Habt ihr das gesehen, Leute? Er ist runtergesprungen, weil sein Auto am Brennen war. Was passiert? Ich bin hinter ihm und er springt genau in meine Spur rein und wird von mir überfahren. Ey, es kann nicht wahr sein, Digga. So habe ich mir Weihnachten nicht vorgestellt.
Ja, ich war jetzt nicht beim Ammunition Shop, Freunde, weil ich es nicht einsehe. Ich weiß nicht, so wie es ist, ich sehe es nicht ein. Ich bin da gerade so weit hingefahren, gar keinen Nerv gehabt, jetzt nochmal dahin zu fahren, ehrlich. Guck mal, der schießt sogar aus da. Ey. Wir müssen ganz nah dran, ganz nah dran. Lass ihn schießen, lass ihn schießen. So, und jetzt. Genau so. Ey, Digga. Oh mein Gott, hier steht der rote Lambo. Ich habe keine Ahnung, wie wir das machen sollen, Leute. Ist mir scheißegal. Ich werde jetzt nicht zum Ammunition Shop fahren. Also, ich muss ihn irgendwie hier runterkicken. So. Ey, guck mal, er trifft genau meinen Reifen, Alter. Wer ist das denn? Ja, klar, er drückt alles weg. Und mein Wagen explodiert gleich auch noch am besten. Ja, klar. Ja, klar, mein Wagen brennt. Ey, Digga, das kann doch nicht wahr sein, Alter. Mann, ich krieg die Kotze, Mann. Guck mal, lass mich nicht mal einsteigen, diese Leute hier. Und jetzt kommt noch Polizei da angelaufen, ja. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Ich war gerade einmal beim Ammunition Shop und was passiert? Ich überfahre ihn. Ja, ich hab echt, hier ist Ammunition Shop. Hier ist doch einer. Ja, so, ich meinte, ich schaff das kurz Shop gehen. Ne, ich glaube nicht, ne. Was macht dieser Idiot da? Ja, guck mal, er trifft wieder meine Reifen, ne. Ey, willst du mich verarschen, Alter? Willst du mich verarschen, du Schwanzlutscher? Er trifft die ganze Zeit meine Drecksreifen. Guck mal hier, ich kann den Wagen nicht mal mehr lenken. Kannst vergessen. Ich kann diesen Dreckswagen nicht mal mehr lenken. Ich packe jetzt die Harley Davidson aus. Ist mir scheißegal, Alter. Nimm diese Kack Harley Davidson und gib Gummi hier. So. Ja, wieder Usain Bolt hier getroffen. Kriegst ein Foto? Und wieder, komm, mach meinen Reifen platt, du Sibi, komm. Guck mal, wie soll ich den jetzt da runterholen? Sag mir das, wie? Wo ist der? Ja, und wieder schön, einen Platten haben wir, jawohl, einen Platten haben wir, ne? Einen Platten, guck mal, ich drück komplett alles nach rechts. Ich drück alles nach rechts. Ah, ich hab keinen Bock mehr, Digga. Ich hab echt keinen Bock mehr, das ist doch so eine Scheiße, dieses Spiel, Alter. Ach, der ist stehen geblieben. Der ist stehen geblieben. Oh mein Gott. Ey, was ist mit dieser... Hä? Ich sollte ihn gar nicht abballern. Oh mein Gott, Digga, ey. Ich geh kaputt, Leute. Ich geh kaputt. Ich glaub nicht, was hier wieder passiert, ne? Okay, und zum goldenen Finale der heutigen Folge gibt's jetzt noch die Helikoptermission. Juhu! Okay, Freunde. Und da sind wir auch. Oh Gott. Ey, es ist heute so viel Scheiße wieder passiert, ne? Ich will nicht wissen, was jetzt passiert, Digga. Ich versuche ruhig zu bleiben, Leute. Ich versuche ruhig zu bleiben. Es ist 1.53 Uhr in der Nacht. Es geht los. Benutze den ferngesteuerten Bomben. Oh nein, Digga. Ich bin gespannt, ob die es einfacher gemacht haben. Ich drücke R2, um Rotorgeschwindigkeit zu... Oh mein Gott, will die sich wieder lenken lassen, ne? Ja, wie nehme ich die? Zünder... Was steht da? Zeitzünder aktiviert. Du musst die 4 Bomben in der angegebenen Zeit über den Zielen abwerfen. Ach du Scheiße, Digga. Ach du Scheiße. Bruder, wie sich das lenken lässt, ne? Guckt euch das einfach an von vorne. Sieht aus wie eine Kakerlake, Alter. Bleibt mal ruhig hier. Oh Gott, Alter. Gibt's da nicht da oben irgendwelche so Bauarbeiter und so einen Scheiß? Die dann hier drauf ballern und so eine Scheiße? Oh, die kommen mit ihren Scheißhammern. Und jetzt? Drücke L2. Was soll ich machen? Drücke L2, um die Rohre... Wir lassen dich da... Ah, da, Bombe abwerfen, Kreis. Bomben platziert. Boah, Junge, Alter, ist das eine Scheiße, diese Steuerung wieder. Komm, komm, ganz ruhig, ganz ruhig. Ach, geil. Bombe abzuhören. Müssen wir noch die ganze Zeit die Bomben hier holen, ey. Verbleibende Ziele 3. Okay, komm, das schaffen wir, das schaffen wir. Alles gut, Leute, das schaffen wir. Wenn du eine Bombe aufgenommen hast, zeigt dir das Radar, die Position des Ziels und dann ist er fest. Okay. So. Wieder runter. Ja, guck mal, diese scheiß Handwerker, Alter. Verpisst euch doch einfach, Mann. Und jetzt müssen wir irgendwie die Treppe hoch oder so. War irgendwo eine scheiß Treppe oder sowas, ne? Weißen Dreieck. Ja, ist doch noch... Digga, wo ist denn diese scheiß Treppe nach oben hier jetzt? Okay, da. Hä? Wo ist diese Treppe, Mann? Ach hier, meine Fresse. Oh Gott, wir haben 5 Minuten noch Zeit. Oh nein, die haben Waffen, oder? Nein, nein, nein. Wow, stark, Junge. Geil, einfach mit dem Helikopter platt gemacht. Okay, so, jetzt hier rechts um die Ecke. Ja, 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 ja.
Ja. Jawohl, Junge. Jetzt wieder runter. Komm runter, Peter. Junge, verpiss dich, Alter. Was rennt der da so schnell hinterher? Naja, treffen muss auch gelernt sein, mein Lieber. Treffen muss auch gelernt sein. Boah, ey, ich habe diese Mission in meiner Kindheit gehasst, ne? Aber haben die es einfacher gemacht oder kommt mir das nur so vor? Ich weiß es nicht. Also, irgendwas ist hier faul, Alter. Die haben safe irgendwas einfacher gemacht. Zu 100%. Das habe ich bei San Andreas auch schon gemerkt bei ein paar Missionen. Irgendwas haben die hier anders gemacht. Und dann könnt ihr gerne reinschreiben, was ihr heute zu Weihnachten geschenkt bekommen habt, Freunde. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Schreibt es mal in die Kommentare rein, was ihr so bekommen habt, Freunde. Ich bin ja gerade, wenn ihr dieses... Ey. Ich bin gerade, wenn ihr dieses Video seht, in Bayern und komme am Montag wieder, Montagabend, und werde dann dementsprechend für Dienstag wieder San Andreas produzieren für euch. Und ja, versucht das Ganze dann ab nächster Woche auch wieder daily zu bringen, ne? So wie wir auch San Andreas. Schön daily. Alter. Hoch! Ach du Scheiße, und jetzt? Jetzt gibt es sogar noch Polizei, die hier drauf ballert. Ja klar, wie soll das denn gehen, Mann? Ey. Okay, ganz beeil dich, Bruder, beeil dich. Ich muss aufpassen, diese Polizei, Alter. Die haben immer die Probleme gemacht, diese Polizei, die haben drauf geballert. Die haben drauf geballert. Runter. Zack, zack, zack. Und noch eine Runde. Jawohl. Boah, man braucht hier so Fingerspitzengefühl, ne? R2, L2, L1. Alles Mögliche. Komm, eine Bombe noch, Digga. Das kann doch nicht sein, dass wir es beim ersten Versuch schaffen. Was geht hier ab, Alter? Das ist der Weltrekord für mich. Aber jetzt geht so viele Etagen nach oben, ne? Jetzt geht's richtig nach oben. Okay, zack. Nimm mit. Umdrehen. Können wir nicht irgendwie hier hochfliegen, Alter? Wie angenehm das wäre, ne? Einfach durchs Fenster durch. Aber nein, man muss ja durch diese ganze scheiß Treppenhaus. Ganz ruhig. Ey, beruhig dich hier. Ja. Einmal nach rechts, bitte. Woppa. Und nach oben. Oh nein, die hauen wieder drauf. Oha, der Bulle kommt runtergesprungen. Nein. Ey, wenn das Ding einmal brennt, ne? Ich schwöre, ich raste aus, ne? Weil es sind einfach 4 Minuten verschwendet. Ja. Nein. Warum kann ich nicht das Leben von diesen scheiß Flugzeugen sehen? Komm, da ist es. Ja! Wir schaffen's beim ersten Versuch. Let's go! Hä? Der wirft die Bombe nicht. Jawohl, Junge! Wir haben es geschafft, Alter. Dickes GG in den Chat. Guckt euch diese Explosionen an, Alter. Was geht hier ab? Junge, so sahen früher die Explosionen aus. Wahnsinn. Ey, beim ersten Versuch, Digga. Ich bin stolz. Ich schwör auf alles. Ich bin stolz. Wir haben es geschafft. Mission erfüllt. Und ja, meine lieben Freunde. Damit würde ich sagen, war's das vom Weihnachts-GTA-Special-Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst einen dicken Daumen nach oben da. Es wird auf jeden Fall am Morgen nochmal ein FIFA-Video auf dem Kanal kommen bezüglich Squad-Battles. Das könnt ihr auch gerne abchecken. Und ihr werdet dann am Sonntag die nächste GTA Vice City-Folge bekommen. Dann am Dienstag und dann wieder hoffentlich Mittwoch, Donnerstag, Freitag und so weiter. Lasst einen dicken Daumen nach oben da. Würde mich freuen, wenn jeder, der das Video schaut, auch noch einen Daumen nach oben da lässt. Und dann würde ich sagen, Ernesto Valverde verabschiedet sich. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Haut rein, macht's gut und ciao!